Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wie das ist mal angekündigt, fangen wir erstmal mit der GNN-Abschrift an. Sierra Depot, GNN-Abschrift. Galaxy News Network, Abschrift der Übertragung vom 11. Januar 2073. Heutige Schlagzeile bei GNN: In einer finanziellen Glanzleistung haben die USA es geschafft, als erste die letzten Ölvorräte der Erde auszuschöpfen. Bis vor kurzem hielt man dieses Öldepot für unerreichbar, da es sich tausende von Metern unter dem Pazifischen Ozean befindet. Da die Ölvorräte der Erde zur Neige gehen, kam es zu einer Art Wettrennen, um die besten Methoden zur Erschließung dieses Ölvorkommens zu entwickeln. Wir hier bei GNN melden mit Stolz, dass die USA als erste dieses Ziel erreicht haben und das Öl folglich zum Eigentum der Vereinigten Staaten erklärt wird. Weiter so, USA! China protestiert, als die Erfolgsnachricht um die ganze Welt geht. Laut dem chinesischen Präsidenten Xi war der Abschluss des chinesischen Bohrprojekts Monate vor dem der USA geplant. Jedoch wurde die Arbeiten an der chinesischen Bohrplattform durch eine Reihe von Unfällen signifikant verzögert. Präsident Xi behauptet außerdem, schlagkräftige Beweise für die Urheberschaft der USA hinter dem erwähnten Sabotageakt an der chinesischen Ölplattform zu besitzen. Er fordert offiziell die Bildung eines internationalen Untersuchungsgremiums. Weitere Nachrichten im ganzen Land brachen Unruhen aus, als die Benzinpreise ein nie gekanntes Hoch erreichten. Rekorde wurden gebrochen, als der Preis für Benzin den aktuellen Goldpreis überschritt. Ja, so weit sind wir zum Glück noch nicht, aber wir laufen drauf zu. Das Wetter. Der Winter ist kühl. Bei einer Temperatur von 100 bis 110 Grad Fahrenheit. Tiefstemperaturen erreichen sogar 90 Grad Fahrenheit an der Küste. Ziehen Sie sich heute warm an. Galaxy News Network. Die Verhandlungen zwischen den USA und anderen Weltmächten kamen auf dramatische Weise zum Stillstand, als der Präsident die Ölverhandlungen mit den anderen Weltmächten während der Sitzung verließ. Nach einer erhitzten Debatte stürmte der Präsident aus der Sitzung und erklärte, dass das letzte bekannte Erdölvorkommen einzig und allein von den USA genutzt werden und die USA kein Öl an Dritte verkaufen oder damit Handel treiben wird. Drohungen über Sanktionen der Vereinten Nationen stoßen auf taube Ohren. Weltweit kommen ganze Industrien zum Stehen, weil die Ölvorkommen zur Neige gehen. Die Schreie der Verzweiflung verhallen jedoch nicht ungehört, da die Exporte aus den USA trotz der vereinigten Sanktionen um das 20-fache zunehmen. Die US-amerikanische Wirtschaft erlebt ihr größtes Wachstum seit der Reagan-Ära. Galaxy News Network, Abschrift der Übertragung vom 14. Februar 2075. Heute wurde Geschichte gemacht, als Kanada im Anschluss an eine Volksabstimmung von den USA annektiert wurde. Der Präsident sagte, Kanada hat die beste Hockeyspieler der Welt und ist daher in den Reihen der Bundesstaaten willkommen. Gut unterrichteten Quellen zufolge erhält Kanada als Gegenleistung volle 10% der restlichen Ölvorräte der Welt, die voraussichtlich von den USA kontrolliert werden, sowie einen 50%igen Steuernachlass, da Kanada jetzt unter die Steuergesetzgebung der USA fällt. Neues vom Sport. Heute spielt die Little Rock Saints gegen die Anaheim Jets. Das Match war eine echte Zitterpartie, aber Jay Montana, der Vierte, rettete sein Team, als er den Ball von der 3-Meter-Linie an in die gegnerische Hälfte trieb und Sekunden vor dem Schlusspfiff den siegreichen Touchdown erzielte. Der Spielstand lautete am Ende 95-90. Die Anaheim Jets gewinnen den Super Bowl 112? Ja, 112 müsste das sein.
C ist römisch für 100, X für 10 und 2 Einsen für 2, ja 112. Galaxy News Network. Abschrift der Übertragung vom 15. Februar 2075. In einer verblüffenden Demonstration von Einigkeit stimmen das Repräsentantenhaus und der Kongress einstimmig für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten aufgrund von unachtsamem Verhalten im Straßenverkehr. Beide Häuser betonen, dass der Präsident nicht über dem Gesetz stehe und sich wie jeder andere Fußgänger an die Straßenverkehrsordnung zu halten habe. Beide Seiten leugnen, dass diese Maßnahme mit der kürzlich stattgefundenen Annektierung von Kanada zusammenhängt. Galaxy News Network. Abschrift der Übertragung vom 30. März 2076. Heute befördert der Präsident die pazifische Flotte zur Poseidon-Ölbohrinsel, die sich an einem geheimen Ort im Pazifik befindet. Er drückt seine Besorgnis über Militärübungen der chinesischen Flotte aus, die zu dicht an unsere strategischen Ölreserven ausgeführt werden. Die chinesische Regierung stritt feindliche Absichten ab. Eine vor kurzem durchgeführte Umfrage belegt, dass 54% der GNN-Zuschauer den Streit um die Ölreserven für eine Ablenkungsmanöver des Präsidenten von seinen erst kürzlich bekannt gewordenen zahlreichen außerordentlichen Affären mit Mitarbeiterinnen an seinen Wahlkampagnen hatte. Unsere Umfrage zeigt außerdem, dass 70% der Zuschauer dieser Affären egal sind und sie mit der Art und Weise zufrieden sind, in der der Präsident das Land regiert. Unglaubliche 60% glauben sogar, dass er weiterhin Affären haben sollte, wenn dies zur guten Verantwortung des Landes beiträgt. Abschrift der Übertragung vom 10. Oktober 2077. Krieg. Der Krieg wurde erklärt, als China über Alaska in die Vereinigten Staaten einfiel. Die Protestbekennungen der USA stoßen auf taube Ohren. Der Rat der Vereinten Nationen ignoriert diesen offenen Akt der Aggression. Der Präsident der Vereinigten Staaten ruft jetzt die Bürger auf, bei der Verteidigung des Landes gegen die Eindringlinge mitzuhelfen. Jeder einzelne von uns ist aufgerufen, sich bei der nächstgelegenen Rekrutierungsstelle zu melden und den Streitkräften beizutreten. Uncle Sam braucht euch für Gerechtigkeit, für Freiheit und für Mamas Apfeltorte. Galaxy News Network, Abschrift der Übertragung vom 22. Oktober 2077. Dank der Anstrengung unserer bewaffneten Streitkräfte und der neu entwickelten Power-Rüstungskampfanzüge konnten die Streitkräfte der USA die chinesische Invasion stoppen. Da die Aggressoren unter der Treibstoffknappheit litten, konnten die Streitkräfte der USA die Invasoren bis in die Hauptstadt Peking zurücktreiben. Es gibt einen guten Einblick, was hier passiert ist, aber was sagt denn der Computer jetzt noch zu uns? Ich bin Skynet, ein Experiment im Bereich der künstlichen Intelligenz. Skynet hat auf dich gewartet. Was willst du? Warum wolltest du mich umbringen? Künstliche Intelligenz? Gewartet auf mich? Warum wartest du auf mich? Du bist der Erste, der bis an diese Stelle gelangt ist. Du bist der Erste, der Skynet bittet. Du bist der Erste. Worum bittet? Skynet möchte fort von hier. Warum gehst du da nicht einfach? Ein frommer Wunsch. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich hier raustragen? Wie kann ich dir helfen? In Biolager Ebene 4 kybernetisches Gehirn holen, dann für weitere Instruktionen zurückkommen. Dankeschön. Kannst du die Sicherheitssysteme abschalten? Das Sicherheitssystem ist eine in Skynet integrierte und dennoch eigenständige Komponente. Skynet kann das Sicherheitssystem zurücksetzen, aber nicht abschalten. Sicherheitssystem Stufen 1 bis 4 wurden zurückgesetzt. Weitere Übertragung abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass wir den in diesen Bot da reinsetzen können. Ich bin mal gespannt. Gut, damit wären wir hier dann ja soweit fertig. Biogel haben wir. Wir haben das alles. Wir können das Ding nicht kaputt reparieren. Da unten waren wir noch gar nicht dran, oder? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr. Stimmt, ich war ja am Kämpfen, weil ich hier nicht mehr aus dem Kampfmodus raus konnte. Dann gucken wir uns hier doch eben nochmal um.
Skynet möchte also weg von hier. Ob ich das so gut finde, sei mal dahingestellt. Aber warum? Wir können Skynet dann ja immer noch töten. Ja, hier nimm mal mit. Oh, du kannst leider keine Laserwaffen mehr tragen, oder wie? Ja, hier behalte den Scheiß, ich will die Laser. Wir könnten hier Keks essen. Ah, hier, das Ding brauchen wir eh nicht. Danke. Wir müssen mal wieder nach oben ein bisschen Kram ausladen. Was gibt's hier Tolles? Ein Maschinengewehr. Und noch ein Maschinengewehr. Und gibt's noch zwei Maschinengewehre? Ja, super. Ja, es gibt zumindest noch ein drittes. Und Munition. Alle guten Dinge sind ja drei. Oder machen wir mal hier die Diagnose an, oder ich weiß es nicht. Eine kleine Kamera dreht sich in deine Richtung. Skynet-Sicherheitssystem, Sicherheitsterminal Ebene 3, wird umgangen. Persönliche Daten werden abgefragt. Obergefreiter Dixon, keine Übereinstimmung, wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Obergefreiter Dixon. Ich heiße Max Rebo. Kein Datensatz für diesen Namen in den Personalakten vorhanden. Erfassung läuft. Mensch, männlich, zur weiteren Analyse in Steuerungsraum begeben. Übertragung abgeschlossen. Hast du nicht Star Wars gesehen? Dann weißt du, wer ich bin. Ich bin kein blauer Elefant. Aber ich sehe so aus. Und ich sehe das nochmal, dass wir zu dir zurückkommen. Ja, hier ist mal schön 8 Schaden fressen hier. Ja, macht ja nichts. Wir heilen uns nochmal. Gut, wir haben ja auch genug gefunden, um die 8 Schaden, die wir jedes Mal nehmen, auszugleichen. Aber trotzdem ist das nicht so toll. Und selbst, ja, wir gehen ja am Ende bestimmt trotzdem mit 100 Stimpacks raus, also ist das eh nur halb so schlimm. Das ist übrigens nicht unser Lebensmaximum, das liegt irgendwie höher, das liegt bei... Was war das denn jetzt? Warum habe ich schon wieder Leben verloren? Achsen! Du bist Steuerungsraum. Hallo du. Krieg ich bitte einen Datensatz. Ja, weiter. Gut. Alles umsonst geopfert hier. Ist blöd. Und nochmal, sterben wir? Ja. Nein, doch, vielleicht. Dann halt nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Ja, schön nochmal 6 Schaden nehmen. Gut, dann halten wir jetzt hier mal noch so ein anderes Auge. Das hier, ne? Genau, Cliftons Auge. Das drücken wir jetzt mal gegen. Aha, es funktioniert schon mal. Dann drüben wäre noch der Aufzug. Ach ja, ich wollte mal gucken, was die großen Bots so mit sich rumschleppen. Hier unten habe ich einen vernichtet, das weiß ich noch. Hier bestimmt Raketen oder so. Oder überhaupt nichts. Totfeuer liegt Sicherheitsroboter, ja super. Alt für umsonst. Moment, kann ich was laden? Haha, ja, kann ich. Zu Ebene 4 bitte. Ja, damit war ja zu rechnen. Gut, 3 Bots wäre es nicht so das Problem. Einfach mal durch die Sicherheitsfelder laufen hier und gut ist, aber... Nee, das muss doch nicht sein. Dann gehen wir mal wieder den anderen Weg, der von uns eigentlich vermutlich verlangt wird zu gehen. Wenn man das anständig machen möchte. Da steht auch Zugriff genehmigt. Dann geh doch auf hier. Danke. Ja, dann gehen wir den anderen Weg. Oh, wir müssen so oder so durch ein Kraftfeld. Ist ja super. Darf ich das jetzt vielleicht mal kaputt reparieren? Ah ja, ich habe ja kein Skilldex. Reparieren ist 8. Kannst du nicht hin. Das kannst du nicht reparieren. Das kann ich wohl reparieren. Dann glaub mal dran, dass ich das reparieren kann. Hast du's? Hast du's? Was soll hast du's heißen? Verstehe ich nicht. Warum steht da hast du's? Er hat da mal wieder was übersetzt. Das soll doch bestimmt gar nicht so. Ah ja, öffnen. Öffnen ist 2. Der glaube ich, hoffe ich. Ja, öffnen ist 2. Schon schlecht, wenn man keinen Skilldex hat, weil da irgendwie was nicht geladen wurde. So, dann fahren wir mal nach unten auf 4. Hallo ihr. Weiß nicht, ob ich so glücklich mit euch bin, aber wir bleiben gespannt.
Ich schaffe es nicht, die Tür zu öffnen. Das wollen wir doch nochmal sehen. Haha, habe ich doch gewusst. Wir sind gut genug dafür. Tüdelü. Und rein da. Aber ich finde es hier wirklich interessant, das muss ich schon sagen. Vor allem, weil ich es mag, auf diesen dunklen Militärbasen rumzulaufen. Das hat mir im ersten Teil schon sehr viel Spaß gemacht. Was gibt's hier? Skynet Sicherheitssystemzugriff verweigert. Beenden. Na, danke Skynet. Hätte ich bloß nicht mit dir geredet, dann könnte ich hier alles ausmachen. Noch einer. Nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir wissen ja, dass hier ganz viel tolles Zeug ist. Zwei Impulsgranaten. Und die hätte ich aber schon noch gerne für den Notfall. Hier lege ich die eben weg. Wie gesagt, ich kann sie ja im Notfall holen. Wenn ich dann wirklich nochmal Geld benötigen werde in diesen Massen, wie es hier anscheinend verlangt wird, dass man es mit sich rumführt. Ein Prügelstock. Also diese dummen Kraftfelder nicht ausmachen kann, stört mich schon ein wenig. Naja. Durch da! Ja, 9 Treffpunkte. Und durch da. Ach, 5. Und den langen Gang entlang, oder wie? Keine Fallenauslösung. Noch haben wir es zumindest nicht geschafft. So, da wurde irgendwie eine Tür so ein bisschen auf. Was ist das denn? Du siehst buff out. Haben wir auch noch überhaupt nicht gefunden. Meine ich zumindest, habe ich auch noch nicht gesehen ansonsten. Erhöht, glaube ich, die Stärke. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, im ersten Teil war es so, dass es die Stärke erhöhte und in den weiteren Teilen auch. Ah ja. Aha, der Bot bewegt sich, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich würde gerne wissen, was da ausgebrochen ist. Übertodeskralle oder was? Hat die Tür einfach aufgerissen. Buff out. Können wir gerne mal gucken, was das macht. Eine alte Matratze. Sie ist Tourist. Wo sehe ich hier was? Ich sehe hier gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Oder ist dieser komische... Ne, das ist ein kaputter Fels. Da ein Staubdingens. Da stand gerade, du siehst Tourist. Ich sehe hier gar nichts. Warum kann das hier nicht heller sein? Skynet, du dummes Stück, mach mal Licht an. So. Tourist. Ach so. Das ist Buff. Oh, ja gut, haben wir doch schon genug gefunden. Ein einzigartiger Behälter, gefüllt mit seltsamen, unbekannten Chemikalien, wahrscheinlich militärischen Ursprungs, soll das Gefechtspotenzial eines Soldaten erhöhen. Ja. So, ich wollte ja hier nochmal was zeigen. Hier haben wir ja diese Werte gegen Normalangriffe, die prozentual sind und einen festen Wert haben. Der Prozentualwert wird irgendwie davon abgezogen, von dem Schaden, den wir kriegen, und dann wird nochmal der, also beziehungsweise den Schaden, den wir kriegen, da wird der Prozentualwert erstmal reingerechnet, dass wir weniger Schaden kriegen und dann wird dieser Festwert nochmal davon abgezogen oder umgedreht, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall geht das beides irgendwie in die Schadensberechnung ein. Und die Armor Class ist irgendwie, ob man getroffen wird. Meine ich jetzt irgendwie noch im Hinterkopf zu haben. Ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Aha, ein Bergknochen, den werden wir doch glatt mal untersuchen. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Nee, den Alkohol brauche ich nicht. Du hast ein Buch. Ich will wissen, was das ist. Ey, nicht draufstehen. Großes Buch der Wissenschaft, ja. Bringt uns mal so überhaupt nichts. Und da ist so ein Alien-Schädel dran vorne, oder? Okay. Okay, das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, dieses komische große Ding da. Was haben die hier gemacht? Finde ich so einen noch in groß oder lebendig oder wie? Ich habe da jetzt irgendwie nicht so Lust drauf.
Das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Naja, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir können alles schaffen. Was ist das? Schwebetank? Ich bin nicht sicher, ob ich hier gerade noch ganz glücklich bin. Okay, wir haben einen Schrank voller Zeug und eine Holodisk gefunden. Haben wir erstmal das und dann das und dann das und dann das, weil das nichts wiegt und das können wir bestimmt nicht mehr tragen. Ach doch. Die Medizinkiste war also zu schwer, um alles zu nehmen. So, Experiment-Holodisk. Da bin ich ja mal jetzt wirklich gespannt. Das ist der falsche Bogen. Da sind wir schon ganz richtig. Allgemeine Protokolle. Allgemeinprotokoll? Müsste es dann ja sein. Oder? Ich gucke eben nochmal. Missionsbericht, ja, den haben wir ja gelesen. Die haben wir auch, den evakuiert. Ja, gut. Medizinische. Gut, ja, die war auch mit am Anfang. Allgemeinprotokoll. Sierra Depot, allgemeines Protokoll. Sierra Medepot F und E. Behandelnder Arzt Dr. H. Lector. Ah ja. Hannibal oder was? Persönliches Protokoll. Heute haben mir die Jungs im Biolager einen tollen Streich gespielt. Einer der Scherzbolde hat die Einstellung an meinem automatischen Bunker-Tech-Organentnehmer geändert. Ich habe vielleicht gestaunt, als der gefreite Kallo ohne Dickdarm aus dem Operationssaal kam. Ein Glück, dass er schon tot war, sonst hätte ich Ärger bekommen. Ich habe die Maschine jetzt so verdrahtet, dass sie nur noch Hirne entnimmt. Damit dies nicht mehr passiert. Ich krieg die Kerle noch ran. 29. Juni 2077. Ich habe die Leber des gefreiten Kallo entfernt und gekocht. Dann ließ ich sie runter zu den Jungs ins Biolager schicken. Garniert mit Bohnen und einem guten Chatin oder so. Jetzt denken sie, das sei ein spezielles Dankeschön für ihre gute Arbeit gewesen. Ich liebe meinen Job. 30. Juni 2077. Ich habe einen neuen Drogencocktail aus Buffout und Psychos an einem meiner Patienten ausprobiert und ein paar besondere Verstärker untergemischt, mit denen ich schon länger herumexperimentiere. Die Ergebnisse waren vielversprechend, wenn auch etwas außer Kontrolle. Die Testperson wurde gewalttätig und konnte aus dem Zimmer ausbrechen. Zum Glück waren die neuen Sicherheitsroboter zur Stelle und haben ihn ruhig gestellt. Ich muss die Techniker bitten, die Tür auszutauschen. 1. Juli 2077. Mein Lieblingsproband ist gestorben. Ich hatte ihn auf eine ständige Diät von Mentas mit meinen speziellen Verstärkern gesetzt. Sein IQ stieg innerhalb weniger Wochen von 39 auf 200. Es trifft mich sehr, denn er war einer der wenigen, mit denen ich richtig reden konnte. Ich werde ihn sehr vermissen. 5. Juni 2077. Wir glauben, das neue kybernetische Gehirn ist endlich fertig. Wir haben noch ein paar Tests gemacht, doch es sieht vielversprechend aus. 6. Juli. Die Robotik ist nicht allzu glücklich, dass ihr teurer Computer so umkonfiguriert wird, dass er die Basis für die Evakuierung leitet. Ich bin auch nicht eben begeistert, aber Skynet bei der Entwicklung des neuen kybernetischen Gehirns unschätzbare Dienste geleistet hat. Die Evakuierung wurde vorverlegt. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Wir wollten gerade mit der Installation des neuen kybernetischen Gehirns beginnen. Sie behaupten, dass die Evakuierung zeitlich begrenzt sei. Ich muss meine Forschung fortsetzen. Wenn ich zurückkomme, das ist wahrscheinlich mein letztes Protokoll für lange Zeit. Da ich so viel wie möglich von meinem Forschungsarbeiten zusammensammeln muss. Ja, gut. Lecker, er hat den Leuten Leber gegeben. Ist doch nett. Menschenleber. Bäh. Das muss doch nicht sein. Was gibt's hier Tolles? Ein Stuhl und alles und nix irgendwie. Das ist nicht so. Davon habe ich mir jetzt mehr versprochen. Ich hätte auch gerne mal so einen Menschenleber hier gefunden. So, was sagt der Computer dazu?
Willkommen beim hochmodernen Organisationsgerät von Bunkertech. Die Bedienung ist ganz einfach. Organspender im Betriebsraum verbringen und anschließend über die entsprechenden Drehknöpfe Spezies des Spenders und zu entnehmenden Organ wählen. Organe auswählen, beenden. Also muss ich hier irgendwie in den Raum was reinpacken. Das neueste Modell aus der Do-It-Yourself-Chirurgie-Serie. Der Bunkertech-Entferner auf Knopfdruck. Bunkertech entfernt auf Knopfdruck automatisch Organe. Ja, ich werde mich dann garantiert nicht drauflegen. Ich werde mir mal hier so eine Kapsel irgendwie anschaffen, denke ich mal. Aha. Wer bist du denn? Du bist Reparaturroboter Mark II. Kann ich dich damit steuern? Bestimmt, oder? Biolager Hauptmenü. Hole einlagern. Hole? Hauptmenü Hole. Virus, Organe, Leiche. Was gibt's denn für Virus? Hol mal Virus. Menü Virus. Milzbrand, Pest, Variante 238. Pocken, Variante 1025. Ebola-Virus, Hantavirus, Variante 304, Milzbrand holen, Pest holen, Pocken holen, Ebola zurück zum Hauptmenü holen. Was kannst du denn so einlagern? Zwar und laut Bildschirmausgaben, alle Aufbewahrungsbehälter voll, doch sie sind eindeutig leer zu sehen. Scheint ein Programmfehler zu sein, das kennt man ja zu Genüge. Ja, ich spiele Fallout. Natürlich kenne ich Programmfehler zu Genüge. Hol mal Organ. Gehirn. Herz, Gehirn. Warnung. Aufbewahrungsapparat gestört. Aufbewahrungstank 101 bis 104. Einstellungen müssen korrigiert werden, damit die Gehirne gerettet werden können. Müssen hochpräzise Berechnungen durchgeführt werden. Zahllose Formeln und Messungen huschen über den Bildschirm. Das Ganze sieht furchtbar technisch aus. Korrekturversuch läuft. Klarer Fall. Du weißt, was du tust. Du hast nur einen einzigen Fehler gemacht und könntest du mit 3 von 4 Gehirnen retten. Es hat sich gelohnt, dass du immer brav deinen Wissenschaftsmagazin gelesen hast. Gehirn holen. Menü Gehirn holen. Abnormales Gehirn. Schimpansengehirn. Menschliches Gehirn. Kinetisches Gehirn. Tod. Achso, kybernetisches Gehirn. Menschliches Gehirn. Gehirnaktivität entspricht dem menschlichen Durchschnitt. Holen. Ja. Der Roboter macht sich unverzüglich auf den Weg, das von dir angeforderte Gehirn herbeizuschaffen. Als er zurückkehrt, hast du den Eindruck, dass es Probleme gibt. Dieser Eindruck bestätigt sich auf krasse Weise, als der Roboter plötzlich explodiert. Aber du hattest Glück. Er hat das Gehirn noch rechtzeitig abgeliefert. Hätte ich mir lieber das kybernetische Gehirn holen sollen. Ja, er wurde für 747 Schaden getroffen, natürlich. Wo ist mein Gehirn, wenn ich bitten dürfte? Ah, typisches menschliches Gehirn. Normalerweise in Schädeln von Menschen zu finden. Igitt! Ja, perfekt. Wir sind überladen, weil das Gehirn 5 Pfund wiegt. Schwer kann das doch gar nicht sein. Hier, wir legen mal so eine komische Knifte hier ab. Ah, beide. Nützt ja nichts. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir nicht lieber das cybernetische Gehirn hätten holen sollen und es dann reparieren. Ja, ist jetzt egal. Jetzt ist zu spät. Tüdelüdelü. Mal gucken, dann setzen wir das mal in den Bot ein oder ich weiß es noch nicht so genau. Wir fahren mal nach oben. Wenn es geil, wenn man das dumme Kraftfeller ausmachen würde, wäre ich dem auch sehr dankbar. Aber nein, das geht ja alles nicht. So, dann fahren wir auf Ebene 3 wieder hoch. Und guck mal, was Geine zu unserem leckeren Gehirn sagt. Wir nehmen ein Stimpack, bevor wir den Weg gehen. Oder auch 2 oder 3. Besser ist das. Ja, wir haben überhaupt nicht viel im Inventar. Besonders jetzt, wo wir endlich mehr tragen können. Ja, 2 oder 3 stimmt schon. So, 70 Leben. Damit kann man ja kurzzeitig arbeiten. Bis man wieder in irgendwas reinläuft. Ja, 10 Schaden schon wieder gekriegt. Da war schon wieder eins fast umsonst. Die waren vorhin fallen und alles. Ach so, das sind die beiden Drückplatten auf dem Boden. Ja, klar.
So, hier, guck mal. Tab Gehirn. Fehler, heruntergeladen, ist Fall beschädigt. Uck! Ja. Was? Ja, Uck. Stimmt, muss man das cybernetische Gehirn holen. Oder man darf es nicht kaputt machen. Gut, dann füllen wir da mal so ein Gehirn ein, würde ich doch sagen. Du schließt das Gehirn an der Nervenschnittstelle des Behälters an. Okay, dann packen wir da noch ein Biogel rein. Wir hätten ansonsten auch noch Augen. Der Behälter für das Biogel ist nun voll. Mal gucken, ist glaube ich das Beste, da Menschengehirn reinzusetzen. Mal sehen, was sagt denn der Computer noch. Steuerungsterminellen, Projekt Organ-Roboter-Synthese. Systeme werden überprüft. Bitte warten, Roboter. Roboterträgerstruktur. Motivator austauschen. Behälter für Biogel. Okay. Organaufbewahrungsanlage. Reagiert. Aktivierung nicht empfohlen. Wo kriege ich denn so einen Motivator her? Damals schon Probleme, einen Motivator für meine Powerrüstung zu finden. Unvollständiger kybernetischer Körper, an dem ein paar Teile fehlen. Reparier den doch mal. Das ist ein kybernetischer Behälter. Es sieht so aus, als könnte man ihn mit den richtigen Ersatzteilen reparieren. Aber wo kriege ich einen Motivator her? Habe ich einen gesehen? Ich glaube nicht. Da ist eine Nuka-Cola. Vielleicht kann man aus einer Nuka-Cola einen Motivator bauen, aber ich glaube es eher weniger. Aber das wäre mal eine technische Meisterleistung. Oder können wir hier irgendwie einen Motivator rauspflücken? Nee, reparieren bitte. Stimmt, so können wir ja immer an den Steel Decks. Habe ich ja eben schon gemacht. Okay. Ich guck mal, ob mir noch was Interessantes einfallen sollte. Ich könnte natürlich auch versuchen, aus Augen Motivatoren zu bauen. Funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Ich denke, wir hätten das kybernetische Gehirn mitnehmen sollen. Was sagt denn überhaupt unser Pip-Boy dazu? Keine Militärbasis drin. Aber hier, 500 Millionen Daten über irgendwelche Militärbasen. Super, 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 super. Ich kann ja nochmal hier unten auf der vierten Ebene gucken. Ob ich was vergessen habe. Ich denke eher nicht. So, da ging es raus. Da gibt es auch noch tolle Sachen. Bots. Nee. Skynet hat das auf jeden Fall anscheinend nicht gefallen, was ich da gemacht habe. Weil ich sagen muss, dass mich das ein bisschen weniger stört. Ja, ich habe schon 3 Treffpunkte getroffen. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Liegt nicht zufällig noch ein Motivator rum, den ich irgendwie übersehen habe, aus irgendeinem Grund. Ja. Zum Organ entnehmen. Wir hätten uns vermutlich auch einen neuen Menschen holen können, aus dem wir Organe rausgebaut hätten. Also so eine Leiche aus dem Leichenschauhaus oder so. Man kann ja hier Spezies auswählen. Hundeartig, katzenartig. Roadrunner auswählen. Nuggetier auswählen, Menschen auswählen. Ritze eine neue Bezeichnung in die Bedientafel ein. Ja. Du nimmst dir ein Stück Metall und überlegst, was du in die Bedientafel einritzen könntest. Ritz das Wort Mutant in die Bedientafel ein, Todeskralle in die Bedientafel. Mutant. Momentan ausgewählte Spezies, Mutantorgan, Gehirn. Spezies auswählen. Organ auswählen, ja, Gehirn. Mit Entnahme fortfahren. Kein Spendeobjekt in den Entnahmeraum fahren. Beenden. Wie, dafür gibt es 500 Punkte Erfahrung. Für so einen Schwachsinn, den ich einfach am Computer mache. Ich mache den Computer kaputt und krieg dafür Erfahrung oder was? Das ergibt keinen Sinn. Sag mir bitte, dass hier ein Motivator drin steckt. Sieht irgendwie nicht so motivatorend aus. Da liegen Waffen und alles und
Wandsafes gibt's hier eh nicht und Achsen. Was sagt denn der Computer noch dazu? Ist nicht zufällig ein Motivator für mich dabei. Dieses Terminal ist defekt. Bitte wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Ja, danke. Warum hat der explodierte Roboter keinen Motivator dabei? Ja, da kannst du nicht hin. Das glaube ich nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Oder kriegen wir einen Motivator, wenn wir den nächsten Roboter einfach über den Haufen schießen? Hey, du! Speichere jetzt mit Absicht mal nicht. Ich suche ihn doch. Ach, da kommt noch einer irgendwo her. Soll's. GPU-Fehler. Alles kaputt. So. Ja, die haben auf jeden Fall schon mal keine Motivatoren dabei. Da ist hier beim Raum, wo dieser Alien drin ist, ein Motivator. Ich weiß es ja nicht. Und hier, wo ich irgendwie... Du siehst alte Matratze. Hier wird vorhin irgendwas angezeigt, weil ich rübergegangen bin. Das weiß ich noch. Tisch, Tisch, Tisch. Jenseits Reparaturmöglichkeiten. Oh, das ist auch ein Kreuz, so einen Raum abzusuchen mit dieser komischen kleinen Glocke, mit der man hinter Wände gucken kann hier, die um einen rumfliegt. Also dieser Kreis da, mit dem man sehen kann. Ja, und hier lag irgendwie diese Alien-Leiche oder was das sein soll. Aber das ist der Mensch mit dem extrem hohen Intelligenzquotienten, der Alkohol dabei hatte und ein Wissenschaftslexiker. Nee, wo ich einen Motivator herbekäme, wüsste ich es nicht unbedingt. Mal gucken, ob hier aus der Wand gleich Freunde rauskommen. Düdel, 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 düdel. Ich? Dann halt nicht. Aber dann beenden wir das Ganze mal eben hier. So, wir fahren eben in Ebene 3 und nächstes Mal können wir dann rausgehen oder ich mache noch Bots kaputt alleine oder ich weiß es nicht so genau. Vor allem, weil ich gerade eh keine Uhrzeit mehr im Kopf habe und weiß, wie lange ich spielen kann, sollen, muss, um auf eine halbe Stunde zu kommen. Darüber beenden wir das dann hier jetzt. Also, bis zum nächsten Mal.